Ich hatte wieder ein bisschen Freude und habe mir eine Zeichnung gemacht für diesen Leuchter, weil ich hier noch ein Stück Rüster entdeckt habe. Da sind an der Seite allerdings ein paar Würmer reingegangen und jetzt wollte ich das gerne ein bisschen rausschneiden, das Verwurmte. Und das ist besonders im äußeren Bereich. Nehme ich halt die Bandsäge und schneide mir so ein kleines Quadrat daraus. Jetzt hier nochmal entsprechend abgemessen. Und dieses Holz ist ja sehr toll zum Verarbeiten einer Drechselbank oder zum Schnitzen für Bildhauerarbeiten und so weiter. Also wenn man da mal was hat, dann mache ich halt hier dieses Kreuz, reiße so die Mitte auf und hier will ich jetzt noch meinen Stirnmitnehmer gleich ja da oben vorbereiten, dass ich den da reinstecken kann. Da habe ich so einen Schraubenzieher mit so einem Metallkopf oben und schlag da praktisch diese vier Punkte mal rein, dass das dann auch richtig gut sitzt, weil der ist halt ziemlich groß. Da habe ich mir mal so noch zwei neue Köpfe gekauft. Der ziemlich groß ist der eine und da mache ich das halt so. Ich will den mal probieren und ich habe noch eine andere Maschine, wo das auch reinpasst und von daher habe ich noch diesen anderen Kopf jetzt. Genau, man hat da vielleicht noch gesehen, da war noch an der Seite noch ein paar Würmer. Ich schrubbe das halt jetzt erstmal rund hier mit dieser Schrubbröhre und versuche jetzt da noch was draus zu machen aus diesem Stück. Ganz außen, wo noch der Kettensägenschnitt war, da war zum Glück nichts. Aber da im Splintbereich sozusagen war allerhand an Würmern, aber innen wurde das dann immer weniger. Also auch spannend. Hat mich jetzt aber nicht groß gestört, weil die nicht mehr wirklich aktiv waren. Diese Würmer anscheinend. Ich weiß nicht, wie sich das da genau verhält. Ja, da oben war dann doch noch was und deshalb steche ich da jetzt nochmal ein. Und ich war mir noch nicht ganz klar, wie viel kriege ich da raus. Deshalb habe ich es ein bisschen länger gelassen. Ja, dann stelle ich mir halt bei dem mittleren Stab, der dort kommt, und diesem kleinen Rundstab da unten das Maß ein und messe das mal ab mit diesem kleinen Bogenzirkel hier oder Außentaster. Und das ist jetzt die obere Kante von diesem Rundstab, den ich eingestochen habe. Und da oben ist es jetzt, ich weiß nicht, ob es die untere oder die obere Kante ist. Ich glaube, ich habe jetzt dieses mittlere Stück, ja genau, das mittlere Stück forme ich jetzt schon mal so ein bisschen vor. Das ging hier mit der Schrubbröhre am besten zu drechseln. Mit dem Meißel war es nicht ganz so gut zu machen. Ja, und jetzt zeichne ich halt weiter auf meine Maße oder ich übertrage es eigentlich so ein bisschen auch nach Augenmaß, muss ich schon sagen, dass ich das nicht genau abgemessen habe. Ich hätte da sicherlich noch viel genauer arbeiten können. Aber für mich war das auch so ein bisschen zu probieren. Wie gefällt mir diese Form? Wie gut kriege ich das hin? Ich drechsel jetzt nicht jeden Tag Leuchter. Deshalb habe ich mich hier auch etwas rantasten müssen. Ja, man sieht vielleicht, dass mein Schwung im Eisen noch nicht so richtig gekonnt ist. Oder ich drechsel hier viel auch mit der Röhre, weil ich mir damit sicherer bin in dem Bereich, jedenfalls jetzt hier. Und wenn es richtige Drechsler gibt, die jetzt jeden Tag ihr Geld damit verdienen müssen, ja, die haben natürlich einen anderen Schwung drauf, dann kann man das auch wirklich mit ein-, zweimal richtig schön reingedreht, die Hohlkehle perfekt rausbekommen. Und es gibt auch so Drechsler, die das natürlich mit dem Meißel hinbekommen, die kleinen Rundstäbe, ja, dann mit einem richtig schönen, ganz akkurat geführten Schwung den Bogen hinbekommen. Das ist dann natürlich sehr meisterlich und ich wollte jetzt hier einfach nicht einhaken, weil ich halt mein Holz nicht ruinieren wollte. Habe mich mit der Röhre hier sicher gefühlt und ich drechsel nicht jeden Tag diesen Leuchter. Mir ging es so ein bisschen um die Form, dass ich auf jeden Fall durchkomme, ohne ihn wegwerfen zu müssen. Und wollte einfach mal so ein bisschen frei meine Zeichnung übertragen, weil ich halt am Wochenende dazu etwas Zeit hatte. Und hier mit dem Meißel, ja gut, es ist sicherlich technisch der ideale Weg, das so zu machen. Aber in der Mitte, ja, da ist es so ein bisschen, irgendwie war da noch so ein leichter Ast und da ist es wieder nicht richtig
glatt geworden. Auf jeden Fall ging es mit der Röhre dann insgesamt doch etwas besser. Und weil ich die anderen Bereiche jetzt schon mit der Röhre gemacht habe, habe ich es halt dann auch da mit der Röhre gemacht. Und man sieht aber, das geht sehr schön zu drechseln. Ich fange halt mit dem größten Durchmesser an und dann gehe ich halt tiefer rein. Ja. Mache jetzt hier wieder eine Hohlkehle und da tun die Formen sich auch wiederholen. Ja. Das sieht man ja auch in der Zeichnung, die noch wirklich da liegt, dass wir da eine schöne Hohlkehle haben und links und rechts diese kleine Platte. Die habe ich so ein bisschen mit dem Abstecher angedrechselt, aber das ist ja nicht wirklich sauber. Deshalb versuche ich jetzt mit der Faser eben noch einen schönen Schnitt darüber zu machen. Wenn ich da reingehe, tue ich die Röhre sehr schön senkrecht halten, ja, mit der Öffnung wirklich senkrecht zur Handauflage und kann sie dann aber reindrehen in die Hohlkehle. Ja. Wenn ich ganz unten in der Mitte bin, kann ich sie wieder gerade halten, weil dann habe ich ja auch einen Schnitt, ja, dass die Faser praktisch wirklich zum Schneiden kommt, also zu einem korrekten Schnitt auch, aber nur unten in der Mitte, ja. Sonst muss ich sie wirklich immer so in einer Drehbewegung ansetzen und wenn ich übers Hirnholz gehe, halt immer senkrecht. Und das muss man auch so ein bisschen erüben. Ich habe da auch mit Kursteilnehmern ja, viel geprobt und geübt, dass sich da oft gerne Nürnberger ergeben, dass man das da schön halten muss, schön senkrecht und dann an das Hirnholz rangehen, darüber fahren, dann wird das immer gut. Wenn ich im Längsholzbereich bin, dann kann ich das natürlich etwas flacher ansetzen, sage ich mal. Aber auch hier, ich kann damit wirklich auch Längsholzteile drechseln oder den kompletten Leuchter mit der Röhre. Es funktioniert auch, ja. Ich würde sagen, mit dem Meißel, wenn man es jetzt beherrscht, dann ist man mit dem Meißel sicherlich schneller. Aber wenn jetzt jemand sagt, er schabt das ganze Ding nur, der hat irgendwie so einen Flachstall und er hat vorne eine Rundung angeschliffen, dann kann er die Hohlkehle auch rausschaben. Ja. Also da habe ich habe damit kein Problem, weil man das ja auch alles nachschleifen kann. Und ich habe da auch auf YouTube schon wirklich tolle Handwerker gesehen, die schönes Zeug gemacht haben, die eben nur geschabt haben. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, wenn man das jetzt noch nicht beherrscht oder das nicht erlernt hat, kann man das natürlich auch schaben. Das geht logisch. Auch in diesem Holz sollte es grundlegend gut funktionieren. Hier unten, also besser gesagt da oben, das wird, da mache ich so eine leichte Vertiefung, habe ich da reingestochen mit dem Meißel, dass es so ganz leicht reingeht, weil da oben die Kerze rauf soll. Und die habe ich jetzt noch ein bisschen tiefer gemacht, ja, dass die eine Hohlkehle besser auch zu dem Bauchanlauf passt, also vom Durchmesser her. Und jetzt drechsle ich unten und oben noch etwas dünner und gehe da wieder mit meinem Abstecher ran, mache da so einen kleinen Zapfen und das werde ich dann auch noch absägen zum Schluss. Ja, jetzt bin ich schon am Schleifen und jetzt muss das Ganze fertig werden. Da habe ich diesen Rundstab genommen, um meine Stirnmitnehmer herauszuschrauben und so weiter, also dass ich das wieder von der Drechselbank lösen kann und das passt schön in die Rundungen rein. Das hilft mir, die Form so ein bisschen ja, gleichmäßig noch zu schleifen, so minimal natürlich nur. Das sollte man nicht übertreiben, ja, dass man hier nicht zu viel Schleifpapier braucht. Man kann das ja wirklich schön vordrechseln. Genau, und das mache ich. Schleife das dann mit 220er, 40er habe ich das direkt nachgeschliffen, dass ich auch keine tiefen Riefen bekomme. Richtig schön geduldig hier überall mal rangegangen an die Form, auch in die tiefen Kerben schön reingehalten und so, dass überall schön durchgeschliffen ist. Und da oben will ich so eine leichte Holung haben, da habe ich noch was rausgenommen. Schleife auch das nochmal nach, dass es überall die gleiche Oberfläche bekommt. Ist ja nicht immer zwingend notwendig, weil ja manche Stiche sehr glatt werden. Genau, jetzt ist das schön fertig geworden. Ich säge das ab. Und oben das schnitze ich jetzt weg, weil ich da natürlich nicht mehr richtig rankomme, ohne dass mir das zerbricht oder so. Wenn ich das noch dünner drechsel, möchte ich ja nicht, dass es mir herausfliegt. Und da werde ich jetzt noch ein Loch reinbohren. Und ich schleife das noch ein bisschen vorher. Dann will ich da eine Schraube einsetzen. Das wird dann dieser Dorn, wo ich dann die Kerze mal aufsetzen kann. Ich bohre halt einmal vor.
Habe ich nach Augenmaß einfach abgemessen mit diesem Kreis, der dort noch sichtbar war, habe die Schraube reingesetzt. Und jetzt mache ich das noch weiß, weil der Leuchter soll so ein bisschen shabby schick werden. Er hat ja noch hier und da ein paar Wurmfraßstellen und ist jetzt mit Sicherheit nicht das allerschönste Stück Holz. Und habe da so eine Wachsbeize aufgetragen. Ganz handelsübliche, einfache, gewöhnliche Wachsbeize in so zart weiß war der Farbton. Und das tue ich jetzt noch mit so einem Vlies etwas nachpolieren, ja, dass an den Längsholz, Holzstellen die Farbe etwas weggeht und natürlich in diesem schönen porigen Holz dann auch sitzen bleiben wird und in den Vertiefungen und so. Und somit bekomme ich halt auch einen schönen, ja, altertümlichen Eindruck, dass das Ganze so ein bisschen auch auf alt gemacht ist, aber ich trotzdem noch Maserung sehe, weil das Holz ja auch ein sehr schönes Holz ist. Ja, und das habe ich jetzt noch nachgeölt. Somit kitzel ich halt die Maserung wieder ein bisschen raus. Hab beides so ein bisschen geweißelt, aber auch Maserung rausgeholt. Da hat man noch eine Fraßstelle gesehen. Und dann schleife ich halt noch diese Spitze spitz. Und so ist der Leuchter dann fertig geworden und ich bin ans Ende gekommen.